Liebe Mitchristen in Grevenbruch und Raumerskirchen, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus der Kirche St. Jakobus in Neukirchen. Für uns alle ist es im Moment eine herausfordernde Zeit und viele plagen Unsicherheit, Ängste und Bedrückung. Als ein kleines Zeichen der Hoffnung und des Gottvertrauens möchte ich in den nächsten Tagen für Sie einige Lieder aus unserem Gotteslob für Sie spielen, die Sie mitsingen oder mitbeten können. Es sind Lieder, die von ihren Texten und ihrem Inhalt, so glaube ich, ein wenig die gegenwärtige Situation begleiten und auch helfen können. Dazu möchte ich auch einige Gedanken mit Ihnen teilen. Das heutige Lied, das ich ausgewählt habe, heißt »Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr«. Und Sie finden es in unserem Gotteslob unter der Nummer 422. Dieses Lied hat Hub Osterhus 1966 getextet. Die Melodie stammt von Bernhard Hubers und die deutsche Übersetzung von Lothar Zenetti. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Dass ich mit leeren Händen vor Gott stehe, das kann, glaube ich, jeder gut nachempfinden. Vieles, was uns bisher selbstverständlich ist und war, ist uns zurzeit genommen. Begrenzte soziale Kontakte, wenig Einkaufsmöglichkeit, nicht zur Arbeit gehen zu können, Sport und Spiel sind abgesagt, keine öffentlichen Gottesdienste und vieles mehr. Bei vielen kommen da Fragen auf, Zweifel, Ohnmacht stellen sich ein. Vor allem, wenn man die Bilder aus Italien, Spanien und Frankreich sieht, wo Menschen verzweifelt sind, Ärzte an ihr Limit kommen und ihren Angehörigen nicht beistehen können. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Das gibt es ja schon im normalen Leben. Wenn Pläne und Vorstellungen platzen, ein lieber Mensch stirbt, Beziehungen in die Brüche gehen, Kinder aus dem Haus gehen. Und am Ende unseres Lebens stehen wir alle auch mit leeren Händen vor Gott. Und die leeren Hände, sie sagen uns ja auch, dass wir Gott eben nicht begreifen können. Er, der uns manchmal so nah ist, ist aber genauso oft sehr weit weg und fremd. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Wir kennen uns ja oft kaum selbst. Wie sollten wir da Gott verstehen? Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Zweifel kommen immer wieder im Leben und auch im Glauben. Aber wer zweifelt und fragt, der hat den Glauben nicht aufgegeben. Und dann ist da die vorsichtige Anfrage, die leise Hoffnung, dass Gott doch einer ist, der meinen Namen in seine Hand geschrieben hat. Es gibt ja dieses schöne Bild, wo eine große Hand einen Menschen ganz umschließt. Und beim Propheten Jesaja lesen wir, sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? Unsere Augen sind ja menschlich eingeschränkt. Aber die Augen des Herzens, die können wir öffnen und immer wieder auch in das Licht Gottes halten. Aber ich darf eben auch fragen, klagen, hadern mit Gott. Und an vielen Stellen in der Bibel sehen wir ja auch und lesen, dass Menschen hadern, Gott sogar anklagen, mit ihm verhandeln, zu ihm schreien. Und manchmal ist die Klage die einzige Weise, überhaupt mit Gott verbunden zu bleiben. Aber dann ist da auch die leise Hoffnung, dass er mir entgegenkommt, in dem Wort, das er zu uns spricht, in den Menschen, die uns begegnen. Und dass er mir Frieden schenken will und kann, inneren Frieden. Sicher nicht ständig, aber doch hin und wieder merken wir es, ahnen wir es. Denn du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Der Atem ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, den Geist Jesu, den er uns geschenkt hat und immer wieder schenkt. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, gerade jetzt. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen, guten und gesegneten Tag.